Herzlich willkommen zur Coffee Cup Learning Einheit Schulorganisation mit Hilfe von Weblösungen vereinfachen. In den nächsten Minuten geht es um die schnelle und einfache Erstellung von digitalen Abstimmungen und Formularen sowie Notizen. Das Thema des letzten Kapitels ist Social Bookmarking. Steht eine Abstimmung oder Ausflugsplanung an, können Online-Tools diese Prozesse unterstützen. In dieser Einheit wird dafür Microsoft Forms verwendet. Zur Terminfindung können auch andere Tools wie zum Beispiel Doodle verwendet werden. Erstens. Im ersten Schritt wird die Webseite forms.microsoft.com aufgerufen. Zweitens. Dann melden Sie sich bei Office 365 mit Ihrem Schulkonto an. Drittens. Um ein Formular zu erstellen, wählen Sie unter Meine Formulare die Option Neues Formular aus. Viertens. Anschließend geben Sie dann einen Namen für das Formular ein. Fünftens. Nun können Sie schon Fragen vom Typ Auswahl, Text, Bewertung oder Datum hinzufügen, indem Sie auf Frage hinzufügen klicken. Sechstens. Ich entscheide mich dafür, eine Auswahlfrage zu erstellen und gebe den anzuzeigenden Text und die einzelnen Auswahlmöglichkeiten ein. Siebtens. Über Teilen kann das Formular unter anderem über einen Link geteilt werden. Weiters ist es auch möglich, einen Link zum Bearbeiten des Formulars zu erstellen. Achtens. Bei Vorschau können Sie überprüfen, wie das Formular auf einem mobilen Endgerät angezeigt wird. So schnell ist ein Formular erstellt. Im Schulalltag ist es notwendig, Notizen bzw. To-Do-Listen zu führen. Am besten tun Sie das digital, weil Sie so von verschiedenen mobilen Endgeräten darauf zugreifen können. Zu den wohl bekanntesten Notizerstellungstools zählen Evernote, Google Notizen und OneNote. Hier wird es um die Erstellung von Notizen mit Google Notizen gehen. Zuerst rufe ich dafür die Webseite keep.google.com auf. Anschließend klicke ich auf Notiz schreiben. Dann kann ich auch schon die Notiz eingeben und klicke nach der Fertigstellung auf Fertig. Über das Listensymbol können genauso einfach auch To-Do-Listen erstellt werden. Zusätzlich können Notizen auch mit Erinnerungen versehen werden. Zu Google Notizen gibt es auch eine App, sodass die Notizen von verschiedenen mobilen Endgeräten bearbeitet werden können oder Erinnerungen am Handy angezeigt werden. Wer kennt das nicht? Bei der Unterrichtsvorbereitung im Internet auf einige Webseiten mit interessanten Inhalten stoßen und schnell den Überblick verlieren. Dabei können Sie mit Social Bookmarking Tools ganz einfach Lesezeichen anlegen und verwalten sowie Webseiten zusätzlich beschlagworten. Die Lesezeichensammlung können Sie als privat deklarieren oder auch mit der Fachgruppe der Schule unkompliziert teilen. So müssen Sie nicht alle interessanten Links zu bestimmten Themengebieten beispielsweise über E-Mails verschicken. Bei manchen Anbietern besteht sogar die Möglichkeit, die Qualität der Lesezeichen zu bewerten. Um über neue Einträge in Listen informiert zu werden, ist es möglich, die Listen mit Lesezeichen über einen sogenannten RSS-Feed zu abonnieren. Als Beispiel für den Schulbereich sei hier die Bookmarking-Plattform EduTags angeführt. Sie wissen nun, wie Sie die Schulorganisation mit Hilfe von Weblösungen vereinfachen, indem Sie beispielsweise digital Abstimmungen oder Formulare erstellen. Außerdem können Sie persönliche organisatorische Prozesse des Unterrichtens mit Notiz-Apps und Social Bookmarking-Diensten vereinfachen.
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Lerneinheiten.